Dann herzlich willkommen an alle, die heute da sind. Sehr schön, dass ihr euch eingewählt habt, auch für die, die auf YouTube jetzt die Aufzeichnung anschauen. Heute geht es um das Thema PCE 4.0. Der Dennis Hofheinz ist ja der Trainer für Europa von Peplink für die PCE-Ausbildung. Wir arbeiten schon seit 2016 mit Peplink zusammen, also wir, die Vitel GmbH. Genau, in Europa gibt es zum Beispiel auch den Martin Langmaid aus UK. Und ansonsten sind die Trainer wirklich global verteilt und der Dennis ist wirklich der Ansprechpartner für den deutschsprachigen Markt vorrangig, aber eben auch für ja, den Rest von Europa außer UK. Genau. Dann hier seht ihr die zwei Zertifizierungspfade, die es gibt von Peplink. Es gibt einmal die PCE, den PCE-Strang, dann den PCSS-Strang. PCE ist eben der Peplink Certified Engineer und PCSS, Peplink Certified Sales Specialist. Das heißt, das ist dann eher produktorientiert. Wichtig für Sales natürlich, für Produktmarketing und ja, für die Beratung der Kunden, was die Produkte anbelangt. Und der PCE-Strang ist eben wichtig, vor allem für das, um das technische Know-how zu erlangen und dann auch die Kunden beraten zu können, was vor allem Pre-Sales, die Installationen angeht und wie die Peplink-Lösungen wirklich konfiguriert werden. Das wird euch der Dennis im Detail noch zeigen. Genau, dann beim PCE gibt es dann auch noch Vertical PCE, da ist zum Beispiel der Maritime oder der Broadcasting, das sind so Spezialisierungen sozusagen noch unter der PCE-Ausbildung. Genau. Die Inhalte, es geht grob auch um Produkte natürlich, also um Geräte und technische Daten um Geräte, dann vor allem die Benutzung von InControl 2, die Remote Management Software und eben die Konfiguration der verschiedenen Speed Fusion Ebenen und Tunnel und genau. Wie ihr euch anmeldet für den PCE 4.0 ist, ihr kreiert erst einmal eine Peplink ID über peplinkid.peplink.com. Genau, gebt dann eure Daten da ein, Passwort. Und dann geht ihr auf training.peplink.com. Genau, nächste Slide. Das ist die Seite training.peplink.com. Da loggt ihr euch über eure erstellte Peplink-ID ein. Das müssen die meisten von euch schon gemacht haben, weil ihr die auch braucht fürs Forum. Also eure Peplink-ID ist auch eure, euer Login fürs Forum. Dann wählt ihr den PCE-Kurs aus, Enter Course, genau. Und dann bestätigt, dass ihr das PCE-Certification-Exam machen wollt. Und der vierte Schritt ist dann, sobald ihr bereit seid für die Prüfung, das heißt, alle Webinare von Dennis angeschaut habt, euch mit allen Trainingsmaterialien auseinandergesetzt habt, dann könnt ihr das die Prüfung machen. Und die Prüfung besteht aus 50 Fragen, die ihr in 100 Minuten beantworten dürft. Das heißt, alle 2 Minuten eine Frage. Sobald ihr die Zertifizierung, also die Prüfung bestanden habt, ist die Zertifizierung für 2 Jahre gültig und ihr besteht die Prüfung, indem ihr 70% der Fragen richtig beantwortet. Die Kosten für die Zertifizierung übernimmt Peplink teilweise. Da müsst ihr nochmal genau nachfragen. Das ist so, wenn man sich jetzt bei dem bei Peplink für die PCE 4.0 für die Webinare angemeldet hat, dann sind die 150 Euro von Peplink erlassen. Wenn man das außerhalb einfach so standardmäßig macht, dann sind die meistens mit dabei. Manchmal wird es aber nicht abgerechnet, da haben wir schon die unterschiedlichen Szenarien gehört. Genau, ein Study Guide, da habe ich jetzt, also könnt ihr euch im Nachgang auch die ganzen Links anschauen. Das sind die PCE 4.0 Sessions, die 1 und 2 hat der Dennis ja auch gehalten. Die 3 ist vom Stone und dann gibt es auch noch die von PCE 3.0 2019. Das könnt ihr euch alles im Nachgang anschauen, beziehungsweise wenn ihr euch auf die Prüfung vorbereitet,
Dann ist natürlich die Peplink-Webseite noch interessant und die Release-Notes von der Firmware, als auch ganz, ganz wichtig das Forum, dass ihr da einfach Zeit verbringt und euch durch technische Artikel durchlest. Und ganz wichtig eben auch die Webinare euch genau anschaut. Genau, dann darf ich übergeben an dich, Dennis, dass du uns ein bisschen durchführst durch die Inhalte von PCI 4.9. Mache ich. Vielen Dank. So, kurz nochmal zum Study Guide. Der Peplink-Test ist ein Open-Book-Test, das heißt, ihr dürft alle möglichen Hilfsmittel verwenden und ich empfehle auch, die Peplink-Webseite offen zu haben, sich die Daten, ein, zwei Datenblätter oder auch die Firmware-Release-Notes offen zu haben und das Forum geöffnet zu haben, denn manche der Sachen sieht man auch einfach nur darin und hilft einem dann deutlich, die Prüfung zu schaffen, weil man hat ja in Anführungsstrichen nur 2 Minuten Zeit pro Frage. Wir haben dieses Webinar jetzt ein bisschen gekürzt. Bei Peplink waren das initial auch schon die gekürzte Variante, hat aber über 2 Stunden gedauert. So viel Zeit wollten wir euch nicht zumuten und vor allem das meiste, die Basics kennt ihr ohnehin und ihr kriegt danach von uns sowieso die Links oder die Slides dann zugeschickt. Dann könnt ihr die dann dementsprechend downloaden und euch nochmal in Ruhe anschauen. Und es gibt bei uns natürlich auch noch, wer es braucht, Ganztageskurse zu buchen, entweder exklusiv für seine Company oder man kann sich einfach dazu buchen und dann machen wir halt so Gemeinschaftstermine bei uns in München, wo wir dann wirklich auch von den Basics anfangen. Starten wir mit den Kerntechnologien wie SpeedFusion sowie InControl von Peplink. Wir können mit SpeedFusion verschiedene Netze abbilden, müssen wir wissen. Wir können dazu Point-to-Point und Mesh bauen. Wir können das Ganze über InControl quasi Zero-Touch machen, ohne die Geräte anfassen zu müssen, indem wir in InControl das Ganze konfigurieren. Oder wir können das Ganze über die Peplink UI machen, also über das Peplink Web Interface drauf gehen und die Konfiguration manuell machen. Was wir dazu brauchen, sind 2 SpeedFusion-fähige Geräte. Warum das genau dasteht, das wissen die meisten von euch. Das ist eine Frage in der Prüfung. Wie viele Geräte braucht man mindestens, um SpeedFusion machen zu können? Hier ist zum Beispiel nochmal zusätzlich mit einem Fusion-Hub das Ganze verbunden. Das heißt, sind ja eigentlich dann 3 Geräte. Sehr häufig, speziell bei uns in Deutschland, ist auch die Frage, wie sicher ist das Ganze? Und da kann man ganz einfach sagen, es ist sehr sicher. Wir haben eine 256-Bit AES-Verschlüsselung dazwischen. Zwischen den beiden Endgeräten oder zwischen 2 Endgeräten pro Leitung. Wenn wir wie in dem rechten Beispiel 3 WAN-Verbindungen auf der einen und 4 WAN-Verbindungen oder LTE-Verbindungen auf der anderen Seite haben, haben wir also insgesamt 12 Querverbindungen. Das heißt, wir haben 12 Keys. Nadja bittet gerade, dass du deine Kamera ausmachst. Okay. Das heißt, wir haben 12 Encryption Keys, die wir dann haben, und das macht halt einfach wahnsinnig viel Performance oder viel, wahnsinnig viel Sicherheit. Das heißt, sollte zum Beispiel auf einem Sendemasten irgendwo eine Man-in-the-Middle-Attack stattfinden, dann hat dieser Hacker schon mal nur ein 256-Bit verschlüsseltes Krypto-Ding, ja. Und sollte er es auch noch das schaffen, dann erstmal Respekt dafür, aber sollte er auch nur das entschlüsseln können, dann hat er irgendwelche Fragmente von irgendwelchen Daten. Das heißt, das Zeug ist so wirklich absolut sicher aufgehoben und das ist einfach wichtig. Dann unsere wichtigsten Sachen. Wir brauchen für SpeedFusion die Ports 32015, also 32015 TCP. Und UDP 4500. UDP 32015 sollte man auch mit freischalten, denn ist der UDP 4500 zum Beispiel durch ein IPsec belegt, dann wird entweder der nächste verwendet oder er würde gar zum UDP 32015 wandern. Ja. Den Port 32015 TCP und UDP 4500, den sollte jeder PCE im Schlaf können, denn 80% der Fehler, die wir da haben, sind tatsächlich dann die, dass die Ports nicht freigeschalten sind oder irgendwas nicht durchgeleitet wird. So, wie gesagt, UDP 32015 kann auch vorkommen. Wir können natürlich auch
beliebige Datenports vergeben. Ja, sollte irgendwo der 4500, der 32015 blockiert sein, verwendet werden für irgendwas anderes oder halt einfach nicht gehen, dann können wir natürlich auch frei die Ports definieren. Wenn mehrere Tunnel aufgebaut werden zwischen den gleichen Geräten, dann zählt er automatisch nach oben. Also wer fängt mit 4500 an, geht nach 4501, 4502 und so weiter und so fort. Deswegen gerne auch immer, wenn man eine Firewall freischaltet, eine kleine Portrange schon 5 Ports freischalten. Das tut nicht weh. Wir haben, wenn wir von Speed Fusion sprechen, eine Art Pyramide. Die Basis von Speed Fusion ist das sogenannte PEP-VPN. Im PEP-VPN ist also die komplette Verschlüsselung und Anbindung zweier Endgeräte mit dabei. Das Ganze können wir aufbauen. Der nächste Step drüber wäre ein Hot Failover. Das heißt, wir können mehrere Medien, LTE, 5G, WAN, Glasfaser, was Starlink, was auch immer verwenden. Und er könnte dann nahtlos zwischen diesen Verbindungen umherschalten, ohne dass der Tunnel abreißt. Das ist also die erste Stufe, die man quasi in der Aufpreisliste beim PEP-VPN ankreuzen kann. Der nächste ist dann das WAN-Smoothing. Hier duplizieren wir die Datenpakete auf mehrere Leitungen, um einfach eine höhere Ausfallsicherheit gewährleisten zu können, ohne die Bandbreite zu erhöhen. Das heißt, wir nutzen dort einfach mehr Leitungen gleichzeitig und welches Paket zuerst ankommt, wird auch zuerst verwendet. Das ist für Livestreams extrem wichtig. Und ganz oben, die Luxusausstattung ist dann das Bandwidth Bonding. In der Bündelung können wir also mehrere Leitungen gleichzeitig verwenden, können dann auch dort die Features wie zum Beispiel ein WAN-Smoothing noch mit obendrauf legen. Aber hier können wir natürlich auch die Bandbreite aggregieren. Aber um Bandwidth Bonding zu nutzen, muss natürlich der PEP-VPN funktionieren. Wir sprechen allgemein, wenn wir von PEP-VPN sprechen, auch schon von Speed Fusion, weil es halt die unterste, das ist die Basis vom Speed Fusion. Ohne PEP-VPN funktioniert nichts, das Ganze. Wie wir hier sehen, was ist was? Im Bandwidth Bonding, wie ich es gerade eben angerissen habe, werden einfach die mehreren Einzelleitungen zu einer dickeren Leitung aggregiert, über eine Stelle dann gebündelt und von dort aus ins Internet geleitet. Das heißt, wir können quasi eine dicke Pipe bauen, wenn wir vorher auch nur dünnere Leitungen haben. Im Gegensatz zum Hot Failover, hier werden einfach nur in Anführungsstrichen unterschiedliche Medien genutzt. Ja, wenn eine ausfällt, nimmt halt automatisch die andere. Das ist übrigens Hot Failover bzw. Failover allgemein oder auch Load Balancing ist das, was Mitbewerber auch gerne als Bandwidth Bonding verkaufen, weil sie theoretisch ein Balancing machen können. Aber es ist halt einfach kein echtes Bonding. Das heißt, ich kann nie mit einem Download halt mehr Bandbreite generieren. Das muss man ganz klar wissen. Im Bandwidth Overflow kann ich sagen, ich mache erstmal eine Leitung voll. Und wenn die Leitung voll ist, nutze ich erst die nächste. Das macht man zum Beispiel, wenn auf der einen Seite eine Flatrate drauf ist und auf der anderen Seite würde ich fürs Datenvolumen bezahlen. Dann soll er mir erstmal bitte die, auf der ich die Flatrate habe, bis 100% voll machen oder 90% voll machen. Und wenn die dann gesättigt ist, diese Leitung, dann schwappt das quasi über auf die andere Leitung. Im WAN Smoothing, wie ich es vorher auch angedeutet habe, werden die Datenpakete dupliziert, tripliziert, quadrupliziert, wie auch immer, und können über verschiedene Leitungen übertragen werden. Aber ich kann auch in den Einstellungen einstellen, dupliziere mir sämtliche Daten meines Streams auf eine Leitung. Warum macht man das? Weil man zum Beispiel eine Fritzbox oder irgend sowas als Router verwendet. Fritzboxen haben die Angewohnheit, bei UDP-Traffic gerne mal dicken Backen zu bekommen. Und dann Paketverluste ohne Ende zu generieren. Was bedeutet, wir haben, wenn wir Packet Loss haben, unsere Leitung wird langsamer und Videostreams oder auch Datenbankanbindungen im Enterprise-Umfeld werden dann einfach nicht mehr richtig funktionieren. So können wir sagen, okay, wir haben hier problembehaftete Leitungen oder eine problembehaftete Leitung, aber wir haben nur eine, dann verdoppeln wir wenigstens den Traffic und schicken jedes Paket zweimal raus. Wenn es einmal verloren geht, dann wird es schon einmal ankommen. Haben wir natürlich einen Overhead drauf, klar. Aber die Sicherheit geht manchmal über die Bandbreite. Dann gibt es noch
die Forward Error Correction. Die Forward Error Correction ist aus dem Warn Smoothing raus entstanden, allerdings benötigt die einfach einen geringeren Overhead. Wie wir gerade gehört haben, Warn Smoothing haben wir 100% Overhead, mindestens. Im Warn Smoothing sprechen wir von 13-26% Overhead, je nachdem, welche Stufe man einstellt. Das Forward Error Correction ist ähnlich zu sehen wie ein Parity-Bit auf einer Festplatte. Das heißt, ich habe Datenpakete, die Parity-Datenpakete, die mit übertragen werden, und aus dem kann ich verlustige Datenpakete wieder errechnen und somit kann ich also meinen Stream oder meine Übertragung wieder herbekommen. Und das funktioniert bei einer Einwegekommunikation wirklich gut. Bei einer Zweiwegekommunikation mit VoIP oder Videokonferencing funktioniert das nicht so gut. Da sollten wir dann wirklich aufs Warn-Smoothing gehen. Und so kann man, wie es auch auf dem Bildschirm dargestellt ist, quasi auf einer wirklich unebenen Leitung das Ganze wieder glätten und ich habe eine ordentliche, performante Verbindung. Der Overhead im Bonding oder im PEP-VPN wird allgemein, kann berechnet werden. Bei IPsec haben wir einen Overhead von 14,6%. Bei SpeedFusion haben wir knapp 4,5% mehr Overhead. Warum? Weil der Header von Peplink einfach noch ein paar Dinge beinhaltet, wie zum Beispiel, es ist eine FEC aktiv, es ist ein Warn Smoothing aktiv, welche Nummerierungen haben meine Pakete, wenn ich ein Bonding mache, auf welcher Leitung werden sie, kommen sie raus, damit sie halt auf der Gegenstelle auch wieder dementsprechend richtig zusammengesetzt werden können. Deswegen haben wir da ein klein bisschen Overhead. Diesen Overhead von rund 19 oder rund 20% sollte man halt immer ein bisschen im Auge behalten, dass wenn man eine Bündelung macht, einfach die 20% Performance abgezogen werden kann. Und somit weiß man, wenn ich 10 Mbit und 10 Mbit zusammenschalte, habe ich halt einfach nicht 20 Mbit, sondern nur ungefähr 16,2 oder 16,4 Mbit Bandbreite im Gesamten in der Theorie. Das Ganze wird berechnet nach IMEC-Standard. Wer das genau sehen will, die Folie ist ausgeblendet, da ich die Zeit uns einfach sparen möchte. Der kann sich das im Nachgang nochmal gerne genau angucken, wie das dann berechnet wird und wie denn der IMEC-Standard sich dann da auch zusammensetzt. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das wirklich sehr gut. Was ist der Unterschied zu einem IPsec? In der Verschlüsselung sind wir schon mal gleich. Wir haben eine 256-Bit AES-Encryption. Wunderbar. Wir können, auch wenn wir wollen, Zertifikate X509 nehmen. Aber ist ja jetzt kein so groß, ist ja nichts Besonderes. Aber was haben wir noch? Ein IPsec, für die, die das Ganze unter Cisco oder Juniper oder sonstiges machen, die wissen, ein IPsec ist wirklich manchmal nicht so schön zu konfigurieren. Vor allem, wenn es dann um mehrere Standorte mit multiplen Anbindungen geht, dann wird es wirklich kompliziert. Wer das Ganze mit Peplink gemacht hat, der weiß, das ist Klick, Klick, Klick und fertig. Im dynamischen IP-Umfeld wird es beim IPsec noch komplizierter und geht auch gar nicht mehr richtig. Vor allem, wenn ich jetzt dann über LTE-Leitungen spreche, wo mir dann die Leitungen zwischendrin mal wegfallen und wieder kommen. Bis das Ganze im IPsec, der Tunnel, wieder aufgebaut ist, das dauert halt einfach ewig. Geschweige denn von einem Hot Failover und das Ganze seamless oder auch ein Bonding über verschiedene Warns und auch noch unterschiedliche Warns, das ist mit dem IPsec dann einfach nicht mehr machbar. Und das ist mal der große Vorteil, was wir haben. Hier werden auch ganz viele Fragen von in der Prüfung gestellt bei Peplink. Ganz grob die Übersicht. Wie konfiguriert man es? Nachdem ja alle ja schon mit Peplink gearbeitet hat, haben wir das wirklich nur ganz, ganz kurz gemacht. Nicht so wie im Peplink-Slide, wo jede Folie einzeln drin war. In der Übersicht sehe ich, ich kann das Ganze über InControl konfigurieren, habe alle Möglichkeiten einzustellen, auch in den Details einzustellen, mit welchen Prioritäten arbeite ich, welche Leitung möchte ich in welche Richtung verwenden, möchte ich manche Leitungen nur für Uploads oder nur für Downloads verwenden, möchte ich auf das gleiche Remote-Warn gehen, das kann vor allem in gesicherten Umgebungen sehr relevant sein, wenn ich Private APNs habe, dass ich sage, okay, die eine Anbindung, die geht auf eine Gegenstelle, die auch im Private APN erreicht werden kann und die anderen gehen irgendwie über öffentliche Verbindungen. Ich kann eine Cut-Off-Latency deklarieren,
so ein Schwellwert von 350 Millisekunden hat sich im Broadcasting auch ganz gut gezeigt hier, dass jede Leitung, die langsamer als 350 Millisekunden ist, wollen wir nicht mehr verwenden. Die ist einfach zu langsam. Keine Angst, die letzte Leitung wird nicht rausgenommen. Oder wenn ich die Suspension Time After Packet Loss verwende, dann gilt das fürs normale Bonding. Hier kann ich sagen, sobald eine Leitung viele Packet Loss generiert, gebe ich da mal eine Pause von 400, 500 Millisekunden, damit der Router auf der Gegenstelle kurz mal Schweiß abwischen kann, seine Pakete, sein Cache bearbeiten kann und danach kann ich ihn wieder losbefeuern. Sobald wir das Dynamic Rated Bonding verwenden, ist diese Einstellung nicht mehr verwendbar, denn da wird ohnehin schon geguckt, wenn zu viele Paketverluste generiert werden, wird einfach mehr Traffic auf die anderen Leitungen generiert. Also das Dynamic Rated Bonding ist in der Firmware 8.2 einfach übers Menü auswählbar. Davor musste man es über die versteckte Oberfläche auswählen. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Hat sich sehr, sehr gut gezeigt. Das Ding läuft absolut stabil. Lokal können wir es natürlich auch konfigurieren, indem wir einfach das Profil anlegen und dementsprechend dann unsere Einstellungen auch drin vornehmen. Hier können wir halt noch ein paar Felder granularer mit einstellen, wie die Remote-ID und die Remote-IP. Das brauchen wir über InControl nicht, weil da macht das InControl das halt eben automatisch für uns. Das ist Philosophie-Sache. Der eine mag es lieber lokal auf der anderen Oberfläche, der andere mag es lieber übers InControl. Es ist leider nicht möglich, über InControl zu konfigurieren und danach über die lokale Web-Oberfläche mit drauf zu gehen. Da arbeitet Peplink noch dran, dass das vielleicht irgendwann mal möglich sein wird. Wo wir hier sehen, wir brauchen die Remote IP Address oder den Hostname, geht auch per DynDNS. Peplink hat, wenn wir InControl nutzen, einen eigenen DynDNS-Service, den wir also kostenfrei mit allen Peplink-Produkten nutzen können, also für alle Peplink-Produkte. Der funktioniert echt klasse. Man kann auch beides einstellen, IP-Adresse und DynDNS nehmen zum Beispiel. Wenn wir das Ganze aufgebaut haben, dann können wir natürlich auch diverse Szenarien wie so ein Dreieck aufbauen und können hier auch mit unterschiedlichen Coasts arbeiten. Die Coasts kennt man womöglich vom Spanning Tree. In diesem Beispiel wird zum Beispiel diese Leitung, weil der eine Coast von 30 hat, nicht verwendet. Dann würde hier rüber gehen, weil Coast 10 plus Coast 10 ist eine Coast 20. Das heißt, wird der günstigste Weg verwendet. Diese Coast können wir ganz einfach auch hier dementsprechend mit einstellen. Vorher sagten wir schon mal kurz, oder haben wir mal kurz über die Ports gesprochen. Hier sehen wir sie auch. Wir können hier die Datenports verwenden oder wir können sie auch manuell einstellen, um einfach manche Ausnahmen zu haben. In den Vereinigten Emiraten zum Beispiel geht oft UDP nicht, dann kann es auch mal gut Sinn machen, dass wir das Ganze auf TCP umstellen. Es ist zwar immer noch angegeben, dass es experimental ist, aber das ist schon seit ein paar Firmware-Versionen so. Es läuft wirklich ganz gut und welche Möglichkeit habe ich, wenn UDP in dem Land einfach geblockt wird, habe ich keine andere Variante, dann muss ich es halt so verwenden. Aber bis jetzt haben wir wirklich positive Erfahrungen gemacht. Auch manchmal hat sich die Performance schon dran geändert. Die Packet Fragmentation ist auch ein relativ wichtiger Punkt, vor allem für die Leute, die Streamer betreuen oder große Datenpakete übertragen wollen. Es gab in der Firmware 8.1 mal das Problem, dass er das Fragment Bit immer verwenden wollte. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel einen STP-Stream gemacht habe, ist auf der Gegenstelle nichts mehr angekommen, weil die Pakete zu groß waren und er hat sie nicht fragmentiert, weil er aufs Fragmentation-Bit gewartet hat. Mit der neueren Version geht's dann wieder und wir haben die Möglichkeit, es auch dementsprechend hier einzustellen. Deswegen darauf achten, sollten bei einer größeren Paketen nichts ankommen und man hat eine 8.1er Firmware, dann kann es durchaus sein, dass man hier an dieser Stelle vielleicht nochmal nachschrauben muss. So, das zentrale Management in Control ist relativ wichtig. Hier haben wir zwei Modelle, einmal das Peplink gehostete Version und einmal die privat gehostete Version. Die privat gehostete haben für gewöhnlich dann die Enterprise-Firmen oder die Sicherheitsbehörden. Oder auch wir als Vitel haben so eine Umgebung, die wir in Deutschland hosten. Der Unterschied ist ganz
relativ einfach. Wir haben überall einen Organisationsadmin. Der kann für seine Organisation alles einstellen. Und dort können wir wieder unterschiedliche Gruppen anlegen, wo wir auch Gruppen-Admins anlegen können, die dann wieder nur für ihre Gruppen zuständig sind. Und unten drunter haben wir unsere x-beliebig vielen Devices, die das Ganze managen können. Und in der im privaten Hosting haben wir noch den Managed Service Provider Administrator, der also die Möglichkeit hat, die unterschiedlichen Organisationen auch anzulegen oder es zu sperren, dass nicht jeder eine Organisation anlegen kann und die unterschiedlichen Geräte dann erstmal freischalten kann, dass nicht jedes x-beliebige Gerät ins InControl mit aufgenommen werden kann, genauso wie Firmware-Management und sowas kann man dann hierüber einstellen und könnte auch die Firmware, wenn es wäre, lokal abspeichern, was man in gesicherten Umgebungen machen muss oder was natürlich auch Sinn macht, wenn an den InControl tausende von Geräten angeschlossen sind und alle würden ein Firmware-Update machen, dann wird sich das ja jeder vom InControl-Server ziehen. So kann ich dann zum Beispiel die Firmware auch lokal auf dem Webserver ablegen, kann das Ganze im InControl dementsprechend verlinken und die Geräte würden mir das aus dem lokalen LAN ziehen, was natürlich dann Performance an der Internetleitung spart ohne Ende. Übers InControl können wir auch das Zero-Touch-Configuration steuern. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, einen Bulk-Configurator zu verwenden. Bulk-Configurator bedeutet, ich mache einmal eine Konfiguration fertig, lade mir diese Konfiguration hoch ins InControl und alle Geräte, die dann kommen mit der gleichen Gerätetype, kriegen diese Basiskonfiguration drüber gebügelt. Bitte denkt dran, die SIM-PIN sollte dann entweder viermal die 0 oder einheitlich sein. Es ist einem Kunden von uns schon passiert, dass der dann die SIM-PIN von dem Bulk auf alle Geräte überschrieben hat und somit waren alle Geräte danach erstmal wieder offline, weil sie nur per LTE angebunden waren. Deswegen, Bulk-Config ist aber echt eine tolle Sache. Remote Device IP Configuration ist eine CSV-Konfigurationsmöglichkeit, in der kann ich mir über ein Excel zum Beispiel eine große CSV-Datei bauen und kann mir die lokalen LAN-IPs, VLANs, DHCP-Settings und so weiter einstellen und kann dann da x Devices ausrollen. Wir hatten zum Beispiel jemanden, der hat über 1000 Geräte in Fahrzeuge verbauen müssen und musste die alle miteinander vernetzen. Somit sollte, wenn möglich, natürlich jeder eine andere lokale IP haben. War bei denen so gewünscht und dann mussten da XVLANs noch angelegt werden für verschiedene Endgeräte. Das ist sonst eine Strafaufgabe, wenn man es von Hand machen muss. Klar könnte man es auch über das InControl steuern, aber bei denen war alles da manuell. Dann haben die eine große CSV-Datei gebaut, haben die jetzt InControl importiert und haben die Seriennummer, konnte das Gerät identifizieren und hat das Ganze rausgeschoben. Die Outbound Policy Configuration können wir natürlich auch entweder manuell im InControl bauen oder wir können sie, wenn wir auf einem Gerät das manuell fertig gemacht haben, das Ganze jetzt InControl importieren, können dort nur die Outbound Policies herausziehen und können die wieder per Tag oder auf Gruppenebene komplett auf alle Geräte ausrollen. Das gleiche gilt auch für Firewall Configurations. Die können wir dann auch wieder zentral für alle Geräte ausrollen. Firewall kann ich also entweder lokal auf dem Gerät machen oder im InControl. Einen Unterschied gibt es im Bereich der Firewall. Wenn ich es im InControl mache, habe ich die Möglichkeit, Country-Based Firewalling zu betreiben. Das bedeutet, wir können einstellen, dass zum Beispiel ausgehend oder eingehender Traffic aus diversen Ländern nicht mehr möglich ist. Momentan nutzen das ganz viele, um Verkehr von und nach Russland oder Belarus zu sperren. Denn sollte sich da irgendein Trojaner oder sowas einlisten, der nach Hause telefonieren will, dann wird er da halt dementsprechend geblockt. Ja, klar, ist mir auch bewusst, auch die können VPNs verwenden und können sich einen europäischen Zugang schaffen, aber ich habe zumindest mal alles Script-Kiddies und sonstiges außen vor, die halt von zu Hause aus irgendwelchen Mist machen wollen. Ne? Also eine gewisse Sicherheit gibt es, eine hundertprozentige Sicherheit ist es natürlich nicht, ist klar. Das zentrale Firmware-Management kann aus dem InControl gesteuert werden, kann über die Organisation, über die Gruppe oder bis hin im Gerät einzeln definiert werden. Ich kann auch sagen, mach bitte nur ein Upgrade. Und ich kann dann auch unterschiedliche Gerätegruppen, auch unterschiedliche Firmwares deklarieren. Ich kann auch sagen, ich nutze das Ganze zusätzlich tech-basiert und das Ganze wieder auf dem
Geolocation mit drauf. Das heißt, wenn ich einen Router habe mit GPS integriert, dann kann ich dem sagen, wenn du in folgender Location bist, erst dann ist es dir erlaubt, auch ein Firmware-Update zu machen. Kann zum Beispiel Sinn machen bei einem Busdepot, wenn man dem auf der Landkarte einträgt, hier ist der Parkplatz von den Bussen und wenn er auf dem Busdepot drauf ist, dann kriegt das Tag ab, bereit für Firmware von mir aus und dann kriegt er das Firmware-Update eingespielt. Und wenn er draußen on the road ist, dann eben nicht, weil dann soll er vielleicht Wi-Fi für Passagiere machen. Wo wir da auch schon bei dem Wi-Fi sind. Wir können natürlich auch unsere SSID dementsprechend zentral für komplett die Gruppen steuern, dass es alles schön vereinheitlicht ist. VLANs natürlich genauso. Und auch das Captive Portal ist übers InControl machbar. Da kann ich noch mehr einstellen, als wenn ich es lokal auf dem Interface mache. Mit den Login-Möglichkeiten habe ich dann einfach noch viel schönere, kann also eine richtig professionelle Login-Seite bauen und kann den Leuten dann die Möglichkeit geben, sich anzumelden, um Internet nutzen zu können. So, schauen wir uns an, welche Enterprise-Features haben wir noch mit dran. Was oder erstmal fangen wir an mit den Outbound Policies. Was ist eine Outbound Policy? Eine Outbound Policy deklariert einfach, wie geht welches Endgerät oder welche Art von Verkehr, Datenverkehr ins Internet. Und hier können wir bei Peplink relativ einfach aus einem Zoo von Outbound Policies arbeiten. In der Peplink-Schulung bei uns dauert allein dieser Punkt mal mindestens eine halbe Stunde, denn der ist relativ voll. Es gibt nur zwei Punkte, die ich nutzen kann für Tunnel. Das ist einmal Enforced und einmal Priority. Also wenn wir Speed Fusion nutzen, beschränkt sich das Ganze auf die beiden. Bei den anderen kann ich einfach sagen, im Weighted Balance versuche alle Leitungen gleichmäßig auszulasten. Priority ist klar. Ich habe eine Prioritätsreihenfolge vergeben und die geht ja von oben nach unten ab. Kann man zum Beispiel auch mit, wenn man mehrere Fusion Hubs betreibt, sagen, ich nehme prioritär den Traffic zu Fusion Hub 1, aber wenn der nicht verfügbar ist, dann nimm bitte den Traffic zu Fusion Hub 2, ist hier schön lösbar. Overflow hat man vorher auch schon mal, mache jetzt eine Leitung voll und danach schwenkt über. Enforced ist, nimm ausschließlich diesen Weg. Kann manchmal Sinn machen, als Beispiel, habe ich einen HD-Kamera-Stream und einen SD-Kamera-Stream, dann kann ich einfach sagen, okay, wenn der eine Weg nur da ist, dann verwende bitte den Kamera-Stream immer darüber. Und wenn zum Beispiel mein LTE nicht weg ist und ich nur über ein KA-SAT arbeite, dann verwende bitte Enforce den SD-Stream nur über den KA-SAT. Aber KA-SAT ist erst dann aktiv, wenn die anderen im Standby sind. Ja, sowas kann man zum Beispiel machen. Lowest Latency ist klar. Nimm die Weitenleitung mit der kürzesten Latenz, least used, was schon lange nichts mehr getan hat, das soll verwendet werden, Persistence, versuche die Verbindung immer auf dem Weg zu halten, das ist auch eine Standardeinstellung von Peplink, wenn ich eine HTTPS-Session mache und dann ein Load-Balancing-Arbeit machen würde, müsste ich ja andauernd meine Seite neu laden, weil ich eine neue Session-ID und sonstiges bekomme, wird ja nicht mehr funktionieren, also ist die Session-Persistence natürlich sehr, sehr wichtig. Und die Fastest-Response-Time ist ähnlich wie die Lowest-Latency, mit dem Unterschied, dass die Fastest-Response-Time auch bis zum Ende, also mein Ziel gerechnet wird, weil es bringt mir nichts, wenn es auf dem Weg ins Internet dahin schnell ist, aber dann zu dem Zielserver vielleicht langsam ist. Da kann es manchmal unterschiedliche Routen geben, die dann wirklich unterschiedlich schnell sind. Speziell bei Überseeanbindungen merkt man das dann deutlich. So, ein heißes Feature, was nicht viele benutzen, ist der Drop-In-Mode. Was ist ein Drop-In-Mode? Der Drop-In-Mode bedeutet, ich habe eine fertige Umgebung, ich komme zum Kunden und der sagt, ich möchte meine Bandbreite erweitern, aber es gibt nicht mehr. Standard ist, man sagt, okay, da müssen wir jetzt eine Downtime ansetzen von x Stunden, einen Router dazwischen bauen, das Ganze parametrieren und fertig. Ist ja auch der richtige Weg. Was mache ich denn, wenn ich zum Beispiel gar keine Möglichkeit habe, auf den lokalen Router oder den Internetrouter beim Kunden zuzugreifen und dort keine Änderungen vornehmen kann, dass ich kein Gateway ändern kann und sonstiges? Da habe ich ein Problem, da geht es normalerweise nicht. Außer mit dem Drop-In-Mode. Im Drop-In-Mode, wenn die Range groß genug gewählt ist, kann ich meinen Router einfach hier dazwischen setzen und kann den vorne und hinten im gleichen IP-Kreis mit anbinden
und kann das dann trotzdem nutzen. Das heißt, wir könnten unsere Leitung einfach so wieder mit dranhängen und haben dann die Möglichkeit, einen zweiten Internet Service Provider mit anzubringen. Und damit habe ich eine relativ kurze Ausfallzeit und ich muss keinen administrativen Zugriff auf diesen Geräten haben. Ja, das ist das Entscheidende. Das ist wirklich relativ schön gemacht. Und man muss einfach wissen, es gibt es. Wer das im Detail hören will, kann mich gerne nochmal anrufen oder guckt im Forum. Da ist es wirklich auf ganz vielen Seiten mit ganz, ganz, ganz viel Text nochmal detailliert beschrieben. Ist aber in der Prüfung auch wirklich mit häufig gefragt und ist auch ein cooles Feature, was man sich anschauen sollte, was man ab und zu mal brauchen kann. Wie wird es gemacht oder wie einfach wird es gemacht? Es ist wirklich easy, einfach anklicken, welche Warnleitung ihr verwendet und danach geht das Ganze auch. Also ist wirklich schön. Ähnliches Bild, andere Funktionen. Inbound Load Balancing. Hier in dem Beispiel via DNS. Wir können also unsere DNS-Einträge, also der Peplink Router kann auch als DNS-Server fungieren. Das heißt, ich kann A-Name, C-Name, MX-Records, NS-Records, TXT, kann der Peplink Router selbst halten und ich kann diese dann dynamisch auch über die unterschiedlichen Warnleitungen schalten. Habe ich meinen Exchange-Server lokal und mein MX-Record hängt irgendwo im Internet und mir fällt die Warnleitung ab, habe ich ein Problem. Na? So könnte der Peplink-Router dann selber sagen, okay, über die Warn 1 ist er standardmäßig mit angebunden, geht dem mal nicht mehr, schalte ich es automatisch um auf die Warn 2, mein Record. Klar, dauert es ein bisschen, bis das alle Geräte im Internet wiederfinden, aber die Automatisierung ist wenigstens da und es funktioniert. Ja, das ist das Entscheidende. Und muss man wissen, diese Funktion ist existent beim Peplink Router, kann ich hier in den DNS Settings dementsprechend auch so einstellen. Hier unten unter Inbound Access ist das auswählbar. Und da kann ich auch dann dementsprechend einstellen, welche IP-Adresse er auf dem Interface dazu verwenden soll. Wir können auch mehrere aktivieren, Steuerung-Taste gedrückt halten, ja, dann können wir auch mehrere dementsprechend aktivieren. Hier in dem Beispiel wird einfach der NS-Record konfiguriert von dem Webmaster hier, inklusive TTL. Ist einfach toll. Man muss es wissen, dass es gibt und wo es gibt. Man braucht es nicht oft, aber es ist ein cooles Enterprise-Feature, vor allem für die Leute, die halt mit Enterprise-Kunden zusammenarbeiten. So, HA-Mode wird standardmäßig mit VRP gemacht. Das heißt, wir haben ein Active-Passive-Cluster, also Master-Slave-Config standardmäßig. Wir konfigurieren also unseren Master ganz normal, machen unseren Aufbau, legen ihn dann in einer HA-Gruppe fest. Wir machen also wirklich auch eine VRRP-Gruppennummer, vergeben wir uns. Die sollte bitte bei Master und Slave die gleiche sein, weil es könnte sein, dass ich in einem Netzwerk mehrere Switche habe oder mehrere Router habe und die HA-Cluster laufen sollen. Deswegen macht man die VRRP-Gruppe. Wir vergeben eine virtuelle IP und wir geben noch eine Local LAN-IP auf Master und Slave. Dann sagen wir im Slave, welche Seriennummer hat der Master? Und dass er der Slave ist, dem Master sagen wir, du bist der Master, dann wird die komplette Konfiguration vom Master auf den Slave übertragen. Der Slave ist im Standby und fertig. Es sollte natürlich die Anbindung dementsprechend 1:1 passen, ne? Klar, dass es über Kreuz angebunden ist, dass alle Leitungen überall verfügbar sind und auch der Uplink ins LAN muss auch gehen. Die beiden Geräte müssen sich sehen. Sobald dann die Art Heartbeat nicht mehr sichtbar ist, schaltet dann auch der Slave dementsprechend in Betrieb. Gehe ich auf die lokale IP-Adresse des Slaves, sehe ich auch auf dem lokalen Webinterface nur 2 oder 3 Punkte oben in der Menüleiste. Damit weiß ich schon, ich bin im Master-Slave-Mode. Ich habe aber die Möglichkeit zu sagen, sollte ich ein Split-Brain haben und der Master ist gestorben und ich komme nicht mehr drauf, ich kann den natürlich auch manuell zum Master machen. Ne? Ganz klar. Updates. Heißt genauso, am besten abstecken, damit er automatisch schaltet und nicht mehr wiederkommt, wenn er rebootet wird, dann kann ich natürlich auch meine Updates dementsprechend dann durchfahren. Peplink gibt an, der Slave braucht bis zu 15 Sekunden,
bis er online ist. Und danach werden alle Verbindungen wieder aufgebaut, Tunnel aufgenommen und so weiter und so fort. Ich habe ein Update letztens gemacht auf eine Balance 2500. Ich habe auf Starten gedrückt, bis ich dann auf das andere Gerät geguckt habe, waren schon knapp wieder 200 Tunnel online nach so 7-8 Sekunden. Also das ging wirklich relativ zügig. Dann gibt es eine Funktion, die nennt sich Internet Traffic Bypass. Geht dann natürlich nicht in der Kombination mit dem HA-Mode. Entweder oder. Hier kann ich sagen, sollte der Router stromlos sein, wird quasi wie so ein Relais durchgeschalten und dann ist hier in dem Fall Port 3 und WAN-Port 1 miteinander verbunden und es würde einfach Internet weitergehen. Das kann man machen, wenn man auf der Nummer sicher sein sollte, dass wenn mal was stirbt, dass es halt weitergeht, ne? Und man kein HA-Cluster hat. Wird auch sehr oft in Zügen zum Beispiel verwendet, wenn beim Abkoppeln die Spannungsversorgung dann dementsprechend noch nicht alles hergestellt ist, dann schalten die Switche das auch durch am Bypass, damit zumindest mal alle folgenden Waggons noch Internet zum Beispiel an die Leute weitergeben können und die nicht deswegen offline sind. Muss ich auch mal auf die Uhr gucken. 3 Minuten haben wir noch. Sehr gut. Firewall Rules haben wir kurz angegeben und wir haben eine Intrusion Detection und DoS Prevention. Standardmäßig ist es disabled, man kann es sich gerne enablen. Folgendes wird dann automatisch damit geprüft und wenn er irgendwas davon erkennt, blockt er es automatisch. Ja, jedes Feature, das man aktiviert, kostet Performance, ist so, klar. Aber man kann es an der CPU-Last des Routers ganz gut erkennen. Solange die nicht jenseits von 90% ist, kann man sowas durchaus noch machen. Und ich meine, das ist ja auch ein wichtiges Feature. Und eine DDoS-Attacke, wenn man sich einfängt, dann war es das ohnehin mit der Performance. In den Rules können wir sagen, die Outbound-Rules ist also alles, was vom lokalen LAN ins Internet geht. Die Inbound-Rule, logischerweise alles, was vom WAN ins Netzwerk geht. Und die Internal-Firewall-Rule ist das, was zwischen den Netzwerken läuft. Achtung! Ein Speed-Fusion-Tunnel ist ja auch zwischen zwei Peplink-Netzen. Ist also eine Internal Rule. Ne? Müssen wir wissen, ist keine richtige Outbound Rule, weil LAN to WAN und nicht nach Speed Fusion. Sollte man wissen. Es gibt die Möglichkeit, QoS zu schalten. Bei Peplink gibt es 3 Gruppen, die vordefiniert sind zur Auswahl. Manager, Staff und Guest, kommt aus dem Marineumfeld. Und hier kann ich dann einfach diverse Tools oder Applikationen priorisieren. Ich kann sie entweder voreingestellt verwenden oder ich kann mir manuell irgendwelche Anlegungen, irgendwelche Ports dementsprechend zu priorisieren. Wir können diverse Applications blocken. Peplink hat da eine schöne Datenbank fertig mit drin, wo wir entweder komplett die Überschriften blocken können oder auch nur einzelne Dinger davon rausfiltern können und diese Sachen blocken können. Stellt Peplink uns kostenlos zur Verfügung. Ist eigentlich sehr toll. Auch diverse Webseiten mit Keywords kann man da auswählen. Was jeder wissen sollte, ist klar, Admin Security. Hier könnt ihr bitte euer Admin-Passwort und euer User verändern. Standardmäßig wird bei Peplink sowieso abgefragt, beim Start mittlerweile, dass man zumindest das Admin-Passwort verändern soll. Aber vielleicht auch das User-Passwort schadet nicht, es zu verändern. Hier wird auch der Standard Web-Admin-Port kann hier verändert werden und es empfiehlt sich auch sehr oft umzuschalten, dass er HTTP nicht mehr verwendet, sondern nur noch HTTPS verwendet. Wir können das Ganze natürlich auch per Radius aktivieren. Das heißt, wir können uns dann mit einem Domain-Account auch dementsprechend auf das Gerät aufschalten. Es besteht auch die Möglichkeit, diese Einstellungen global übers InControl zu machen. Und da kann ich auch sagen, im InControl mach mir jetzt zufällig eine Konfiguration und vergebe mir die Passwörter zufällig. Und danach lade ich mir das Ding runter und fertig. Aber wenn ich es übers InControl nutze, brauche ich die lokalen Admin-Zugänge nicht unbedingt. Der Port kann manchmal relevant sein, wenn man den vorwarten will für irgendwas anderes. Genauso wie SSH. Klar, in InControl kann ich hier einen ausschalten. Ich kann mir E-Mails versenden lassen. Und ganz wichtig, den Diagnostic Report und die Remote Assistance können wir hier runterladen. Das ist sehr häufig wichtig, wenn wir ein Support-Ticket aufmachen. Und dann noch, was jeder PCI mal kennen sollte,
Der Standard-Link von einem Peplink-Router, haben wir da vorne den Link mit drin? Nein. Ist da hinten dann mit einer index.cgi. Löschen wir Index weg und schreiben dafür Support.cgi rein, kommen wir auf eine versteckte Oberfläche, in der wir noch ganz, ganz viel steuern können. Ihr könnt euch gerne auf balancedemo.peplink.com oder maxdemo.peplink.com mal auf dem Gerät aufschalten, wenn ihr gerade kein anderes zur Hand habt, und könnt es mal ausprobieren und die Index.cgi kopieren, im neuen Tab einfügen und aus Index Support machen, dann kommt ihr auf diese versteckte Oberfläche, da kann man ganz viel machen. Hier kann man unter anderem auch nochmal die Remote Assistance aktivieren oder noch ganz viele andere Features dazuschalten. Ja, wer noch nicht genug hat, kann gerne auf unsere Homepage gucken, da seht ihr auch die nächsten Webinare, Schulungstermine und sonstiges. Könnt ihr gerne drauf gucken und euch dann den Weg zu uns finden. Im Newsletter registrieren. Wir versprechen euch, wir spammen euch nicht voll, sondern ihr kriegt wirklich relevante Informationen von uns in regelmäßigen Abständen. Und ihr dürft uns natürlich auch gerne auf Social Media folgen. Ja, also nehmt das, was euch am besten schmeckt und guckt mal drauf. Wir sind da relativ aktiv und versuchen immer die neuesten interessanten Funktionen zu zeigen. Ansonsten Kontaktdaten sollte jeder von euch haben. Aber hier sind sie. Dann geht's weiter mit der Q&A-Session. Allerdings nicht für die Leute auf YouTube. Für euch ist hier vorbei. Ihr müsst euch das nächste Mal bitte selbst anmelden, wenn ihr jetzt eure Fragen